Ja, vielen Dank. Es wurde ja schon angemerkt, Michael Nentwich ist leider nicht da. Deswegen sitze ich hier nur mit dem Problem, dass ich sehr viel improvisieren werden muss. Ich bitte das zu entschuldigen, wenn es danach etwas holprig werden sollte. Social Network Sites, ein Trend für die Wissenschaft, das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Ich denke, so ungefähr wissen Sie schon, worum es geht. Es gab jetzt auch schon genug einleitende Worte. Wie haben wir das untersucht? Also wir haben einen kleinen Forschungsbericht angefertigt, in dem wir im Wesentlichen geschaut haben, was gibt es schon an Literatur zum Thema und versucht haben, das ein bisschen auszuwerten, was gibt es an Nutzungsstudien und so weiter. Und wir haben aber auch teilnehmende Beobachtung gemacht. Das heißt, wir haben uns selbst bei vielen sozialen Netzwerkseiten angemeldet und haben einfach geschaut, was passiert da und wie sind da unsere eigenen Erfahrungen auch. Also, wie ihr schon angemerkt, allgemeine soziale Netzwerkseiten kennen Sie jede Menge, sind sehr bekannt und wissenschaftsspezifische soziale Netzwerkseiten wurden auch schon einige genannt, ResearchGate vor allen Dingen. Insofern brauche ich da jetzt einleiten, glaube ich, nicht viel zu sagen. Was ich noch kurz anmerken möchte, ist etwas zum Begriff. Und zwar ist uns aufgefallen, dass der sehr uneinheitlich verwendet wurde. Und Herr Lowink hat ja gestern schon angemerkt, dass es ein gewisses Theoriedefizit gibt. Und ich würde das unterstreichen. Also mein Eindruck ist eigentlich, es gibt ungefähr so viele Begriffe wie Autoren. Also ein paar habe ich da jetzt aufgeführt. Das heißt, es gibt verschiedene Begriffe und auch verschiedene Definitionen für das Phänomen. Und wir haben uns jetzt, Kenner werden es erkannt haben, Social Network Sites, der Begriff ist sehr gängig eigentlich in der Form von Boyd und Allison. Dana Boyd wurde ja gestern auch schon von Red Loving verwiesen. Und das ist so der zentralste, meistverbreiteteste Begriff. Deswegen haben wir ihn jetzt genommen, weil wir eben diese theoretische Debatte leider nicht jetzt führen konnten. Aber wie Herr Loving schon angemerkt hat, ist es sicherlich natürlich relevant. Zentrale Funktionen sind auf jeden Fall, und ich denke, da sind sich die meisten Definitionen eigentlich einig, Identitäts- und Kontaktmanagement. Wir würden noch hinzufügen als Distinktionsmerkmal Profile. Da haben wir zum Beispiel Michael Nentwichs Profil bei ResearchGate. Wir sind der Ansicht, dass das bei Social Network Sites ein interessantes Distinktionskriterium sein könnte, weil wir natürlich sonst alle möglichen anderen Dinge auch darunter fassen können. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber es ist halt zu fragen, ob YouTube wirklich zum Beispiel eine Social Network Site ist, weil da gibt es vielleicht auch Profile, genauso wie bei Twitter, aber die sind eben in unserer Ansicht nach nicht so zentral. Man sieht hier, dass diverse Funktionen angeboten werden, sehr umfangreich und damit würde ich sagen, hebt sich das ab von ähnlichen Diensten. Ja, kurz zur Entwicklung. Das ist jetzt keinesfalls komplett. Und da das basierend ist auf Heidemann 2010, da merkt man auch das Problem mit den Begrifflichkeiten, weil sie versteht auch einige Dinge unter sozialen Netzwerkseiten, die wir jetzt nicht dazu abhandeln, die da jetzt auch drin vorkommen. Ein bisschen Twitter ist, glaube ich, irgendwo. Ja. Aber was man allgemein beobachten kann, ist, dass das Phänomen so Ende der 90er einsetzt. Und dann so der Peak 2004, würde ich sagen, wo ganz viele gegründet wurden. Und jetzt in den letzten Jahren sieht man ja eine Menge wissenschaftsspezifischer sozialer Netzwerkseiten, die jetzt noch dazukommen, wie hier unten aufgeführt ist in Türkis. Nun haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie kann man das für die Wissenschaft nutzen. Ja? Ist das überhaupt interessant für Wissenschaftler? Und darum geht es uns ja heute auch. Dazu sollte man sich vielleicht noch mal kurz vor Augen führen, was machen Wissenschaftler eigentlich? Ja? Und wir haben nach Nentwich 1999, er hat einige zentrale Aspekte rausgegriffen, die er zentral sieht. Vor allen Dingen muss Wissen natürlich erstmal produziert werden, das ist eine zentrale Aufgabe. Es muss natürlich auch kommuniziert werden und diskutiert werden mit den Kollegen.
Und natürlich muss es distribuiert werden in Form von Publikationen, natürlich muss es weitergegeben werden in Form von Lehre und auch Öffentlichkeitsarbeit. Und natürlich spielt der organisationelle Rahmen eine große Rolle. Das heißt, wie sind Institutionen aufgestellt und so weiter, wie ist der institutionelle Hintergrund. Und wenn man sich das jetzt entemotionalisiert sozusagen anschaut, um auf gestern nochmal aufmerksam zu machen, weil das war ja eine Forderung, dass man das Thema nicht so emotional behandeln sollte, und der Meinung sind wir auch. Deswegen haben wir das jetzt so trocken erstmal angegangen. Und da muss man erstmal sagen, ja, da gibt es jede Menge Funktionen in sozialen Netzwerkseiten, die für diese Ebenen sich anwenden lassen. Also eigentlich findet man für alle wissenschaftlichen Aktivitäten Funktionen in sozialen Netzwerkseiten, die sich dafür anwenden lassen. Also Kommunikation ist banal, ja, dass man per Chat und Foren und so weiter soziale Netzwerkseiten nutzen kann. Das dürfte einleuchten. Was interessanter ist vielleicht noch, sind so die speziellen Formen, die jetzt angeboten werden. Ja. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Möglichkeiten der Netzwerkvisualisierung und so weiter, die gibt es, das war jetzt bei ResearchGate gerade, das wäre bei Facebook, und dadurch ergeben sich dann eben auch neue Zugangsformen zu Kollegen und so weiter. Und überhaupt, dass Netzwerke von Kollegen sichtbar werden, das ist ja auch neu, das hat es vorher in der Form noch nicht gegeben. Und jede Menge Möglichkeiten zur Aufmerksamkeitssteuerung. Sie alle kennen die Startseiten, da ist jetzt eine bei ResearchGate. Bei Facebook kennen Sie es so ähnlich, wo man dann die zentralen Nachrichten sozusagen angezeigt bekommt und über solche Möglichkeiten Aufmerksamkeit gesteuert wird. Natürlich auch der Like-Button, den gibt es auch in vielen sozialen Netzwerkseiten außerhalb Facebooks auch inzwischen, und als zentrales Merkmal zur Aufmerksamkeitssteuerung. Ja, das sind jetzt noch aus den wissenschaftsspezifischen sozialen Netzwerken. Da kann man beobachten, im Gegensatz zu den Funktionen, die wir so kennen von Facebook und so weiter, dass es da auch jede Menge literaturbezogene Funktionen gibt. Hier sehen wir ein sogenanntes Co-Author Network bei Vivo. Und darüber entwickeln sich eben auch neue Möglichkeiten, um auch wieder aufmerksam zu werden auf Kollegen und um neue Darstellungen zu bekommen, die wir so noch nicht hatten. Nun stellt sich natürlich die Frage, okay, das eine ist, was geht technisch, was ist potenziell möglich? Die andere Frage ist, was passiert denn jetzt tatsächlich? Ja, das ist natürlich wesentlich. Und zum einen muss man sagen, es gibt eben hohe Mitgliederzahlen. Eben wurde ja schon darauf verwiesen, die beeindruckenden Beispiele wie Facebook und so weiter, wo man merkt, okay, die Zahl ist jetzt, glaube ich, nicht mehr aktuell inzwischen sogar. Sonst, wie Herr Lobing sagte, 700 Millionen, aber das nur am Rande. Beim Wissenschaftsspezifischen sind teilweise auch durchaus große Zahlen. Bei ResearchGate sind angeblich schon 1 Million Mitglieder, Academia, EDU 211.000 und so weiter. Es gibt aber auch jede Menge sehr kleine soziale Netzwerkseiten. Das deutsche ScholarsNet zum Beispiel, wo aktuell nur 497 Mitglieder sind. Und, oder noch kleinere, Science 3.0. Und spezielle Netzwerkseiten wie Ning, die sich dann noch gestalten lassen. Und da gibt es zum Beispiel eins von EPTA, einer europäischen Technikfolgenabschätzungsinstitution, wo nur 83 Mitglieder sind, aber dafür lässt es sich eben auch individuell gestalten. Das sind die Mitgliederzahlen geben natürlich noch nicht so viel Einfluss darüber, was passiert jetzt. Ja. Sind das vielleicht nur tote Mitgliederzahlen? Außerdem sind sie natürlich auch nicht ganz objektiv. Es gibt ein paar Studien, die so erste Hinweise dazu geben, dass zum Beispiel 23% der Wissenschaftlerinnen sehr häufig angeblich soziale Netzwerkseiten benutzt. Da muss man allerdings aufpassen, wenn man sich solche Zahlen anschaut. Wer wurde da eigentlich befragt? Zum Beispiel in der Umfrage waren, glaube ich, das war das Durchschnittsalter, glaube ich, 30 Jahre. Und entsprechend ist die Zahl vielleicht dann höher, als wenn man eine andere Stichprobe hat. Nach Proctor et al., da weiß ich jetzt auch gerade nicht genau, wie da
die Stichprobe ist, aber da sind 24% haben da angegeben, sie nutzen Facebook. Und man kann auch auf jeden Fall feststellen, dass es unter jungen Leuten verbreiteter ist, wenig überraschend, vor allen Dingen unter Studierenden, wobei eben dann die Frage ist, was machen die denn da genau? Ja? Also nur, dass die da vertreten sind, das irgendwie nutzen, heißt ja jetzt noch nicht viel. Und deswegen muss man sich eben auch anschauen, was passiert genau. Wir haben zum Beispiel festgestellt, also wir haben jetzt ein paar Typen herausgearbeitet nach unseren Beobachtungen, die wir da sehen. Die meisten nach unserer Beobachtung sind MeToo-Präsenzen, wie wir das genannt haben. Das heißt, Leute, die haben einfach nur ein Profil da und das war's im Grunde. Ja? Die machen eigentlich sonst nichts. Die sind einfach vertreten, MeToo, und das war's. Und die seltenste Form, ich will die jetzt nicht alle vorstellen, ist der Cyber-Entrepreneur, wie wir ihn genannt haben. Das sind wirklich die Leute, die ganz vorne dabei sind und wirklich ständig da kommunizieren und mit den Kollegen zusammenarbeiten. So, jetzt kommt der schwierigere Teil für mich, weil das ist der Teil, der Michael Nindwig jetzt übernehmen sollte. Und zwar noch konkreter wollten wir eingehen auf die eigentlichen Nutzungspraxen. Was passiert da jetzt genau? Und dass wir quasi das, was wir angegeben haben als Potenzial, dass wir schauen, was wird das jetzt auch umgesetzt, ja, was da potenziell technisch erstmal möglich ist. Und jetzt muss ich mal gerade schauen. Ja, die Folie ist jetzt für mich nur bedingt ersichtlich, was er jetzt da erzählen wollte. Aber ich werde es mal versuchen. Was ich eben schon sagte zu den MeToo-Präsenzen, das ist eher eine Sache, das sehen Sie jetzt bei Öffentlichkeitsarbeit, Selbstmarketing würde ich das einordnen. Nämlich, dass die häufigste Form eben ist, einfach sich selbst zu vermarkten und nicht unbedingt jetzt mit Kollegen zu kollaborieren. Das heißt, in die Gruppen zu gehen und da wirklich aktiv zu diskutieren. Und es geht in erster Linie darum, zu zeigen, hey, ich habe eine neue Publikation, schaut mal, und eben diese Tools der Aufmerksamkeitslenkung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, zu nutzen. Und auch in den Gruppen, in den wissenschaftsspezifischen Gruppen, die wir uns so angeschaut haben, ist das eigentlich das meiste, was da passiert. Ja? Dass man eben darauf aufmerksam macht, ja, neue Publikation, neue Tagung und so weiter, und dass wenig wirklich wissenschaftlich diskutiert wird. Wir können auch Probleme uns anschauen, die damit zusammenhängen mit der Finanzierungspolitik des Ganzen. Es wurde ja gestern schon über Facebook viel gesprochen, die Datenschutzprobleme, die da auch auftreten und ja in aller Munde sind im Moment. Und da gab es zum Beispiel mehrere Diskussionen beobachtet, wo es dann darum ging, ja okay, wir wollen für unsere Uni eine soziale Netzwerkseite einsetzen. Welche sollen wir nehmen? Und als erstes fällt den meisten Leuten Facebook ein. Und dann kann man auch sagen, das Argument ist, ja, ist super, da sind ja eh schon alle. Dann gibt es aber Probleme, wenn dann Leute da sind, die sagen, so wie Herr Lohwink, nein, ich möchte das aber nicht nutzen. Und da ist eben die Frage, wie geht man damit um? Und ist es vielleicht doch besser, zu einem anderen Netzwerk zu wechseln, zum Beispiel eins der wissenschaftsspezifischen, die es so gibt, und ja, wo dann man wieder das Problem da hat, dass da einfach die Hürde besteht und man erstmal die Leute motivieren muss, geht da drauf, meldet euch an und so weiter. Dementsprechend ist auch in der Lehre das noch sehr kontrovers jetzt gerade diskutiert, wie gesagt. Es gibt Anwendungen, aber oftmals mit den genannten Problemen im Hintergrund. Ja, Jobbörsen, das ist zum Beispiel was, da haben wir jetzt überhaupt keine Daten zu, inwiefern, das lässt sich auch beobachten, es gibt vielfach Anwendungen, dass es eben im Grunde geht das so ein bisschen Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Selbstmarketing, dass Jobs eben auch angeboten werden. Ja, die große Frage, wie gesagt, ist jetzt, ist es funktional für die Wissenschaft? Wir haben ja gesagt, von der theoretischen Perspektive ja. Wir können aber eben beobachten, dass es viele Probleme gibt. Also eins wurde gestern auch schon angesprochen, Zeitmangel und das verwiesen. Wir sind dann auch mal extra drauf eingegangen auf das Problem der
Mehrkanalität haben wir das genannt. Nämlich das Problem, dass man, gerade wenn man jetzt anfängt, das intensiv zu nutzen, so wie wir es gemacht haben, dass man ganz viele verschiedene benutzt, dass es irgendwann wirklich unübersichtlich wird. Ja? Dass man bei tausenden Diensten angemeldet ist und dass es, wie ja eben auch herausgestellt, ganz viele verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten gibt, von eben Kommentieren, Gruppen und so weiter, so dass es in der Hinsicht auch einfach dann dysfunktional wird. Es gibt mögliche Ansätze, um damit umzugehen, erste Dienste, die sowas bündeln zum Beispiel. Das ist natürlich eine Frage, ob das effektiv ist und ob das gut funktioniert. Man kann natürlich auch einen Trend zur Monopolisierung beobachten. Sie kennen jetzt, sind sicherlich darüber schon gestolpert, dass Facebook etwa anbietet, dass man, also dass viele Dienste anbieten, dass man sich mit seinem Facebook-Account anmeldet. Das ist zum Beispiel auch ein Trend, dass eine soziale Netzwerkseite so zentral wird, dass im Grunde alles darüber läuft. Ja. Es werden zum Beispiel, oder dass zum Beispiel bei ResearchGate werden Meldungen von Twitter auch angezeigt, sodass es so gewisse Monopolisierungstendenzen gibt, die natürlich dann auch wieder Privatsphäreprobleme und so weiter mit sich bringen. Und da kann man eben auch wieder darüber diskutieren, ob das jetzt eine gute Entwicklung ist. Okay, ich glaube, die wichtigsten Punkte habe ich jetzt erstmal angemerkt. Ja, zum Thema Netzwerkeffekte, da ist gerade für den Bereich wissenschaftliche soziale Netzwerkseiten haben wir da noch nicht viel zu gefunden. Ja, ob dann die Hoffnung ist ja zum Beispiel, dass die sogenannten Weak Ties sich durchsetzen und Netzwerkeffekte generieren, dass man die ansprechen kann über diese Seiten. Und ein Problem dabei ist natürlich, dass gerade wenn man sich die kleinen wissenschaftsspezifischen Seiten anschaut, viele einfach noch nicht da Mitglied sind. Und das hat auch Herr Lowing gestern schon angemerkt und hat dann auf Diaspora verwiesen als mögliche Alternative, wo aber einfach noch nicht viele Leute da sind. Ja, das kann sich natürlich ändern, aber man muss ja sagen, das ist ja das Zentrale, worum es geht bei sozialen Netzwerkseiten, dass eben Mitglieder da sind, mit denen man kommuniziert. Und wenn das Ganze leer ist, und das ist was wir oft beobachtet haben, gerade bei den spezielleren, macht es einfach keinen Sinn. Ich kann dann irgendwie eine Gruppe gründen und kann Sachen da reinstellen, aber wenn keiner mit mir spricht, macht es einfach keinen Sinn. Und insofern würde ich da Herrn Lowing auch soweit widersprechen, dass das noch nicht so wichtig wäre. Das ist umgekehrt gesehen, bei Facebook sehen wir quasi einen Zwang. Ja? Da läuft das umgekehrt. Und da müssen sich gerade Unis fragen, können wir es uns überhaupt leisten, nicht bei Facebook zu sein? Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass das ist ein Problem, das haben wir zum Beispiel in unserem Bereich Technikfolgenabschätzung festgestellt, dass es einen Japaner gab, der jede Menge Seiten aufgemacht hat bei Facebook, Gruppen gegründet hat und so weiter. Und für Institutionen, dass er quasi Gruppen für diese Institutionen gegründet hat, in denen er selber aber gar nicht Mitglied ist, also in den Institutionen. Und das bringt natürlich das Problem, dass ein gewisser Kontrollverlust dann da ist für die Institutionen, dass sie da eben nur noch begrenzt Mitsprachemöglichkeiten haben. Und das heißt, ob jetzt eine Institution sich dafür oder dagegen entscheidet, bei Facebook zu sein, wahrscheinlich ist sie sowieso irgendwie da, ab einer gewissen Größe. Und wir haben zum Beispiel von meinem Institut in Karlsruhe, an dem ich arbeite, im Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, Da haben wir uns zum Beispiel auch gerade dafür entschieden, ja, aus den Gründen werden wir bei Facebook aktiv sein. Allein schon, um quasi ja, sozusagen die Namensrechte zu sichern. Eine Minute nur, weil ich ganz kurz natürlich die Frage im Titel beantworten wollte. Ist es ein Trend für die Wissenschaft, ja oder nein? Und man kann jetzt sagen, ja, nein, weil es gibt eben noch keine kritische Masse und es fehlen für die Wissenschaftler auch einfach die Anreize, da aktiv zu sein und die ganzen Probleme wie, dass die Leute überfordert sind oder eben die Datenschutzprobleme und so weiter, was wir angesprochen hatten. Man könnte natürlich auch positiver sagen, ja, es ist ein Trend für die Wissenschaft. Nämlich das ausgehend von dem hohen Potenzial, was wir beobachtet haben, dass es eben sehr gut einsetzbar wäre, theoretisch. Und man auch die steigenden Mitgliederzahlen sich anguckt. Und man kann natürlich auch davon ausgehen, dass die jungen Generationen, die in den Nutzungsstudien teilweise jetzt dominieren,
das sind ja auch die, die jetzt nachrücken und dass damit vielleicht einfach der Trend sich automatisch ergibt, dass es sich immer weiter verbreitet. Okay, das wären jetzt noch einige weitere Informationen, das werde ich jetzt mal angesichts der Zeit kurz lassen. Wir sehen uns vielleicht sonst nachher auch bei Twitter noch. Danke.